Guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder. Mr. X und Karl Lopo ist alias Bad Boy. Einen wunderschönen Tag wünsche ich. Ja. Und endlich, seit langem, gibt es mal wieder ein paar Folgen GTA. Ja. Es gibt sogar einen Grund dafür, dass es so lange keine Folgen gab. Nicht, dass wir keine Lust hatten oder keine Zeit. Nein. Das Update wollte einfach nur nicht bei ihm runterladen. Und dann hattest du kein Internet und dann... Und kein Computer, ja. Aber jetzt ist alles wieder in Butter. Jetzt gab's keine Ausreden mehr. Ja. Haben wir gesagt, komm, das Wochenende, das schaffen wir. Ups. Und ja, da sind wir jetzt. Randalieren ein bisschen. Ich bin ehrlich gesagt sogar erstaunt, dass du noch lebst. Was bist du? Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass du noch lebst. Warum nicht? Ich habe noch fast kein Leben verloren. Naja, du bist ja, wenn wir sowas machen, nicht gerade der am längsten überlebt. Ja, normalerweise. Ja. Aber heute scheint ein guter Tag für uns zu sein. Und... ja. Oh, Scheiße. Jetzt fahren wir nicht mehr im Kreis, sondern wir fahren einfach geradeaus drüber, über die Strecke. Nein, nach hinten schießen, vorne ist noch nichts. Mit H steigst du übrigens. Ach toll! Was ist? Bist doch noch im Auto. Mit H steigst du übrigens in den Wagen ein und ich drücke mal die falschen Tasten. Da hast du zu viel Leben verloren. Ach, ja. Ja, ich bin auch fast tot. Das ist natürlich schlecht. Tja, das Chaos-Team schlägt wieder zu. Haben wir uns was vorgenommen und dann... Schießt du gerade raus? Ja. Oh. Aber das bringt nicht so viel Geld. Ja. Gott, wie schlecht. Nein, steig nicht ein. Steig nicht aus, meine ich. Drück H. Ja, drück doch nicht H. Egal. Warum? Bleib drin. Jetzt habe ich wieder H gedrückt. Ja, bleib erst drin. Oh, scheiße. So, jetzt kannst du wieder H drücken. Wir haben 5 Sterne, fällt mir da gerade auf. Sehr schön. Doch. Das, wenn man die 5 Sterne los wird, bekommt man 1000 Erfahrungspunkte, gell? Das schaffen wir nie. Glaubst du? Ja. Also das ist jetzt mal unsere heutige Herausforderung, die ganzen 5 Sterne hier loszuwerden. Und wir haben 6 Sterne. In GTA 5 gibt's nur 5. Im San Andreas gab's 6. Ja, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ich freu mich, wenn der Panzer... Nein, hör doch auf zu schießen, Mensch! Die haben uns schon gesucht. Steig am besten gleich wieder ein. Bei meinen Fahrkünsten hier. So. Ja, also ich werde abgeschossen. Und habe schon wieder relativ viel Leben verloren. Ach du Scheiße. Boah, ich regeneriere wieder. Ja genau, hol mal am besten den Heli runter, der stört immer. Na gut, kannst du gerade wieder einsteigen, das schmiert jetzt gleich ab. Ich muss frische Luft genießen. Obwohl, die Fenster haben es auch schon zerstört, also. Wird das schaffen? Nein! Helikopter! Ja, ja. So, das Auto ist ja nicht so los. Also, wenn wir das schaffen, ja, dann gebe ich ein Glas Wasser aus. Alkohol trinke ich ja nicht. Und noch kein Koffein. Oh shit. Na, schaffen wir nicht. Ach Mensch. Jetzt hat er die Lücke, willst du gleich. Alles klar. Ja.
So ein Versuch war, wäre es wert gewesen. Und ich war deswegen das Auto nicht. So, gleich könntest du bitte die Helikopter wieder runterholen. Aber doch nicht jetzt. Erst wenn wir wieder sicheren Boden unter den Rädern haben. Komm, komm. Oder mach's gleich, genau. Ah. Ja, geschafft. So hoch kann ich nicht zielen. Ah, okay, er fällt. Der andere ist ein bisschen weit weg. Oh, fast, nein, nein, nein. Was machst du? Ich bin gerade ausgestiegen. Steig ein. Falsche Taste gedrückt. Scheiße. Bist du drin? Ja. Steigt er da einfach aus? Scheiße. Konnte man nicht mal Zigaretten rauchen, um wieder Leben zu kriegen oder so? Genau, durch Zigarettenrauchen bekommst du Leben. Welch Logik. Ey, das ging doch mal hier. Das war bei Snacks, aber doch nicht bei Zigaretten. Bei Zigaretten verlierst du sogar Leben. Wo kann ich denn die Snacks auswählen? Bei der Kategorie Snacks im Inventar. Aber die kannst du nicht im Auto essen. Was, nicht im Auto? Nö. Scheißdreck. Egal. Er sieht uns nicht. Wir sind Ninjas. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Psst. Das schaffen wir. Oh. Helis kommt. Wenn wir uns unter den Baum stellen müssen. Als ob uns die Helis da nicht gezählt hätten. Boah, gezählt. Auszeichnung Flüchtling bekommen. Ich nicht. Ich glaube, ich habe das schon. Platin. Was? Wo kommt auf einmal die Polizei her? Die Polizei kann fliegen. Also ich meine jetzt nicht die im Helikopter. Die im Helikopter ist logisch, dass sie fliegt. Tja, wo kommen denn die Panzer? Was ist Panzer? Was sind für Panzer? Ja, ich frag mich ja, wann sie kommen. Ich glaube, GTA 5 gar nicht. Ich nicht. Ich glaube nicht. Also du bestellst sie halt ein. Nein, drück H. Drück H, drück H, drück warum H. Warum H? Weil ich wieder so gut im Fahren bin. Deswegen. Toll. Toll, jetzt ist die Klappe oben weg. Ja, ich sagte ja, drück H. Och Mann, jetzt können sie oben reinschießen. So, dann muss ich sie jetzt töten. Nee, ich mach das anders. Ja. Find ich mach gut. Das anders. Ich schmeiß Haftbomb. Nicht dein Ernst, ne? Nicht dein scheiß Ernst. Der beste und Fahrer Haftbomb überhaupt. Das ist echt spannend. Ich kämpfe hier gerade so ein bisschen für uns, um zu überleben. Pack die Haftbombe ja, ja, weg. Du triffst wieder nur unser Auto. Was habe ich denn hier noch? Annäherungsmine, Tränengas. Der Tränengas gegen Autos. Ajo. Wenn ich ins Auto reinwerfe. Ja, das schaffst du nicht. Jetzt bist du nicht ehrlich gegen den. Doch. Jetzt schieße ich mit dem Revolver auf die Babys. Das ist Munitionsverschwendung. Auf die Autobahn! Auf und davon! Das Böse kommt! Na, eigentlich wäre das Mittelmäßige. Macht Platz! Sondereinsatz-Chaos-Kommando kommt! Bist du eingestiegen oder tot? Eingestiegen. Ich bin eingestiegen. So. So. Nein, eine Blockade. Volle Kanne durch.
kommt man denn hier wieder weg? Okay, so kann man auch fliehen. Ja. Hast du wieder unser Auto getroffen? Ich spür, du hast unser Auto getroffen. Scheiße, ich bin ausgestiegen. Ich hab's gemerkt. Scheiße. Steig ein. Oh Mann, ich drücke mal F anstatt H. Du bist so ein Genie. Die Tasten liegen auch noch so weit auseinander, dass du die fast überhaupt nicht verfehlen kannst. Ja, ich guck mich auf die Tastatur, deswegen. Mensch. Man sollte seine Tastatur auch schon ein bisschen kennen, wo welche Taste liegt. Vor allem, weil du die linke Seite so gut wie nie benutzt, die rechte. Ja, eine Rampe benutze ich nie. Ja, was machst du denn? Ja, ich bin der beste Fahrer überhaupt. So lange war es nicht mit hätte ich nicht da gemacht. Mann. An jedem kleinen Fitzel bleibt dieses dämliche Auto hängen. Ja, ich musste mich kurz orientieren. Du weißt ja, ne? Als wir in Berlin waren, hatte ich auch null Orientierung. Das ist ja aber auch kein Wunder. Ja. Stadtkenntnisse gleich null. Das ist so wie in DSA. Gassen, Wiesn, Null. Klasse. Bin ich kurz vorm Schmied eingeschlafen auf der Gasse. Das hat's total gebracht. Wird ja noch ausgeraubt. Ups, jetzt habe ich einen Molotow geschmissen. Das betrifft ja nicht unser Auto, hoffe ich. Nein, betrifft's nicht. Wie soll ein Molotow denn unser Auto betreffen? Das weiß ich nicht. Der macht nicht mal Schaden an Autos, oder? Na doch, wenn's brennt, dann explodiert's. Ab durch die Mitte. Ach, hier ist ja auch echt an jeder Ecke Polizei. Als ob die uns nicht gesehen haben. Der Server ist schon ganz schön voll zu sehen. Ja? Es bruckelt bei mir gerade ein bisschen. Ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Boah, ich hab gerade ganze 9 FPS. Ganze 10. Nimmst du dir noch den Heli vor oder hast du das nicht vor? Ich glaube, ich hab noch weniger. Ich habe 8 FPS, wieder 9. Ich habe hier gerade die richtigen Ruckler des Todes. Oh, die Ruckler des Todes. Ja, ich sehe immerhin noch so ein bisschen was. Oh, scheiße. Also, tut mir leid, liebe Freunde des Internets. Ja. Glaubst du, ich kann einen Baum fällen? Drück H, drück H! Ah, nein. Den Baum kannst du nicht fällen. Für Bäume. Bist du eingestiegen? Gut. Ja. So. Jetzt dürfen wir die 5 Sterne loswerden. Oh, und ich habe wieder mehr als 10 FPS. Jetzt habe ich auch wieder mehr. Wurde ja auch langsam mal Zeit. Nein, pack die Granate wieder rein. Was? Was soll ich machen? Kein Geräusch. Pack die Haftbombe wieder ein. Das ist eine Granate. Das macht's auch nicht besser. Pack sie weg. Soll ich sie wegschmeißen?
Du schmeißt die nicht weg, du packst die jetzt ein. Ich zieh den Stift. Du packst deine dämliche Granate jetzt ein. Mir juckt der Finger echt. Das ist mir klar. Und dann haben wir die gammeligen 5 Sterne immer noch nicht los. Das ist jetzt schon spannend, finde ich. Das ist das erste Mal, dass wir 5 Sterne haben. Dass wir erstens 5 Sterne haben, zweitens das Ganze überlebt haben und hör auf, die Bombe wieder rauszuwerfen. rauszuhalten. Nervenkitzel, Alter. Und wir haben es geschafft, liebe Zuschauer. Also, das ist doch mal eine Premiere. Und jetzt ist es auch egal. Stern! Alter. Weißt du, da sind wir gerade die 5 Sterne losgeworden. Haben wir gleich den nächsten. Mann. Ja. Wäre ja langweilig, wenn nicht, ne? Jetzt noch eine haben. Wenn ich über meine eigene Ebene fahre, explodiert die dann auch? Nochmal. Wenn ich jetzt nach eine Näherungsmine schmeiße und wir da drüber fahren, explodiert die dann? Du schmeißt ja keine Näherungsmine. Könnte ich aber. Das ist mir durchaus bewusst, deswegen sage ich, dass du es nicht machst. Wäre aber schon mal witzig, ne? Moment, wenn ich da mit meinem Fahrunglück fertig bin. Toll, wir haben sogar den Zug mitgenommen. Boah, toll, wir sind so. Boah, du bist toll. Jetzt haben wir die ganze Scheiße überlebt und du killst uns noch. Mit deinen scheiß Fahrkünsten. Komm, du bist allein. Ich werde gleich wieder überfahren. Spawned und überfahren. Ja gut, also das Schwierige haben wir auf jeden Fall geschafft, die Herausforderung für heute. Also ich finde allein, das ist ein Daumen nach oben und ein Abo wert. Und dieser geniale am Schluss, also ich muss sagen, das ist durch und durch wir in Natur. Ja, wo rennst du denn hin? Moment, ich halt, komm zurück, ich will zu dir. Scheiße! Nein, zu dir! Ja, ich hab ja eben gerade gewendet. Ja. Unfallfrei. Da hätten wir nicht mitmachen können. Alter, wo fährst du hin? Keine Ahnung. Bullen sind hinter mir her. Oh, schon wieder. Ja. Egal, ich komme einfach. Wenn du mich überfährst. Bist du nicht im Auto? Nein. Nein, ich halte neben dir. Na, brauchst du nicht, ich hab jetzt eins. Na, jetzt hast du eins. Also, du bist gammeliges. Ey, komm, das ist nicht gammelig, das ist was. Das ist eine Limousine, ja? Oh, 2 Sterne hast du. 2 Sterne sind in GTA 5 immer so ein Standard. Egal was man anstellt, also man wirft im Tunnel eine Granate, bekommt man immer 2 Sterne. Oh oh. Ja, halt, du hast eine Granate auf mich geworfen. Ja, aber ich bin nicht. Das ist egal. So. Das war ein Mordanschlag. Das riecht schon nach Rache. Oh Scheiße, jetzt sind die Bullen wieder hinter mir her. Nein, lass ihn in Ruhe, das ist meiner. Ich bin fast tot. Meiner! Na. Okay. Ah, die haben mich gekillt. Och, das war gar nicht ich. Mensch. Nee, das nicht du. Na komm, ich hol dich jetzt dafür auch ab. Da kann ich mal alles haben.
Hey, ich bin tot, bin respawned und schon sind die Bullen wieder hinter mir her. Ja, weißt du, die haben sich dein totes Gesicht geprägt. Ja, genau, die haben sich. Reden ist wieder unmöglich. Oh Mann, ich bin schon wieder gleich tot. Ja, das hast du auch verdient. Hast mich einfach so umgelegt. Hey, ich hab dich nicht umgelegt. Doch, stand da. Zuschauer, ihr könnt's bezeugen. Echt? Hab ich dich getötet? Ja, da stand Kalopois hat dich umgelegt. Das bist eindeutig du. Wusste ich gar nicht. Ja, da ist meine Karre. Das ist meine Karre. Ja, toll. Diese Schrottlaube. Naja. Scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Als ob du jetzt mich schon wieder abschießen willst. Mann. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was explodiert denn da schon wieder? Ich habe eine Rakete auf dich geschossen. Mensch, lass mich doch mich hier mal verabschieden. Scheiße. Ja, das hast du jetzt verdient. So. Also doch, jetzt lieb. Alle guten Dinge sind reiner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.